Moinsen und willkommen zurück bei Spellforce 3. Ja, wir haben den Quatsch, den Formagolem ja zerstört. Ich wundere mich jetzt bloß gerade, warum das hier immer noch irgendwie als Mission dargestellt wird. Aber da nicht. Macht hungrig. Hä? Warte mal. Nexus oder nicht? Fakt ist, dass von diesem Gebäude eine gewaltige Energie ausgeht. Ach Etwas so, beunruhigend, okay. um ehrlich zu sein. Also, Taha, wollen wir? Wollen wir uns umsehen oder wollen wir reingehen? Ich habe ja eigentlich alles erledigt, ne? Wir könnten natürlich auch zurückgehen und dem sagen, dass das Vieh da erledigt ist. Sehen wir uns erst noch ein bisschen um. Was? Aber... Wir müssen sicherstellen, dass hier draußen alles gesichert ist, falls da drinnen etwas schiefgehen sollte, Iskrim. Es wird nicht lange dauern. Na schön. Gut. Ja? Versuchen wir es mal. Braucht doch kein Fleisch mehr bestimmt. Deswegen haben wir bestimmt auch so viel Fleisch abgegeben und der war, und die Mission war nicht fertig. Jetzt haben wir das Vieh da oben erledigt. Jetzt braucht er kein Fleisch mehr, um seine Göpplinge da, wie die heißen da, zu sichern. Haben wir denn hier hinten eigentlich alles? Da waren wir. Da geht es gar nicht hin. Ne, die Stadt ist so aufgebaut. Da haben wir, glaube ich, alles entdeckt. Da können wir nicht hin. Da können wir auch nicht hin. Da können wir auch nicht hin. Komm, wir gehen mal rein. Wir versuchen mal schnell, da klar zu machen. Vielleicht klappt es ja. Vielleicht haben wir die Mission dadurch erledigt. Obwohl eure Beine schmerzen und euer Magen vor Hunger brennt, schon wieder? Beschleicht euch eine gewisse Vorahnung, als ihr in die schwarzen Tunnel hinabsteigt. Bla bla. Da ist die Mission. Ab dahin. Hä? Ach, muss ich erst mal auswählen. Also, wie ist der Plan? Zack. Hinter. Na. Könnten wir auch noch angreifen, eigentlich. Hier wäre noch mal Erfahrungspunkte und eventuell auch Loot. So, wo ist denn der komische König hier? Ich hoffe, es klappt. Ich hätte auch mal abspeichern können. Na egal. So, hier König von und zu. Ja? Was wollen komische Fleischleute? Erzähl uns von der Leiche, erzähl uns von dieser Macht. Warte mal, Leiche. Wir haben eine mumifizierte Leiche in den Tunneln gefunden. Sie sah aus wie ein Magier. Oh oh. Hattet ihr irgendetwas damit zu tun? Magier? Gottkönig versteht nicht. Selbst wenn, Gottkönig essen kein Menschenfleisch. Fleisch riechen komisch, wie eures. Nun, irgendetwas hat diesen Magier getötet. Und einer seiner Arme hat gefehlt. Fast, als hätte man ihn abgebissen. Oh, natürlich. Gottkönigs Bruder. Er fand alte Leiche im See, probierte Fleisch, mochte nicht und schmiss weg. Ja, das ist es. Gottkönig sagt Wahrheit. Ihr habt einen Bruder? Bruder im Blut, ja. Aber nicht Bruder in Seele. Bruder, abscheuliche Kreatur. Brutal. Lebt in Löchern und frisst Sprüche. Ah, ist der Große gewesen, nicht bestimmt. Macht, nur zum Vergnügen. Erzählt mir mehr über diese Macht. Das haben wir schon gehört. Vielleicht spricht... Und sie benötigt... Gut möglich. Wir wissen doch alle, wie sehr die Priester Nors ihre Ethik... Ich denke, wir... Ja. Wohlgehaben erwirkt. Ich will mal was wissen. Wir sollten weiter. Wir können nicht angreifen, einfach. Das ist ja auch blöd. Ja? Was
wollen komische Fleisch. Wie auch immer. Das hat man schon gehört. Wir werden schon. Mist, Mist, Mist. Bla, 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 bla. Ja, ja, bla, bla. Das haben wir halt schon gehört. König Wilf, das ist. Gut. Das war eine jetzt aber interessante Begegnung, gelinde gesagt. Aber hier gibt's nichts zu looten, ne? Nee. Ah. Oh. Wir haben nur noch ein einziges. Oh, oh, wir müssen aufpassen. Na gut. Ja, ach so. Hätte ja klappen können. Frag mich nur, wofür der Goblin-Schlüssel war. Gut. Können wir den nochmal quatschen hier? Nee. Gut, dann gehen wir mal da rein jetzt. Viele Mythen ranken sich um Mulandir, die verlorene Stadt der Former. Während einige Gelehrte so weit gehen, ihre Existenz ganz zu bezweifeln. Ja, aber es ist ein schöner Ladebildschirm. Ne? Man kriegt halt was vorgelesen und muss sich nicht zu Tode langweilen. Nein! Achso. Mist, wo war das jetzt? Ach, du Kacke, ey. Hier war das, ne? Ja, genau. Na, dann rennt mal dahin. Wir warten kurz hier. Ja, so als ich. Macht das Spiel hat doch schon Spaß. Man muss natürlich schon Fan davon sein. Ne? Dieses ganze Gelese. Na gut, was heißt gelesen? Wir kriegen es ja zum Glück noch vorgelesen. Ich muss sagen, es sind auch echt super Stimmen, die das vorlesen. Aber man muss halt einfach echt Fan davon sein. Was ist das ja eigentlich? Level der Heldengruppe, Level 9. Oh, toll. Gruppenverwaltung. Achso. Wir haben schon wieder so viel Zeug hier, ne? Können wir alles verkaufen, den ganzen Plunder hier. Eine Marsch ist Scherbe, die bei dem Geisterrichter nur die gefunden haben. Okay. Ist das noch Geld wert? Nö. So, da kommen ja auch schon die Leute. Also, speichern. Ich überlege gerade, warte mal. Ich werde mal ganz kurz noch. Ah, wir haben noch einen Ring hier. Was bringt denn der Fokus? Den kannst du nehmen. 12. Okay, ist besser. 10. 12, 12, 12. Warum ist denn die eigentlich mehr wert hier? Na egal. Habe ich eine bessere Rüstung? 30, 30. Schweres Kettenhemd. Das sieht besser aus. Ein Gold. Nämlich die. Schienenpanzer. Topfhelm. 50 Immunität gegen kritische Treffer. Er kann immer noch nichts nehmen. Das ist so scheiße. Und verschlossen. Waffen. Waffen würde ich nochmal abändern. Nimm mal bitte die Waffe wieder. Morgenstern. Kostet 1300. Füg Feuerschaden hinzu. Du hast ja schon die beste Waffe. Aber was können wir hier machen? 16, 19. Ja, ist eigentlich die, die wir haben, am besten. Gut, wir haben nicht immer mit gegen Golem zu kämpfen. Aber ja, passt schon. So, nochmal ganz kurz hier rein. Den möchte ich gerne verstärken. So. Und jetzt aber rein da. Yep. Die steinernen Türen fallen hinter euch zu.
während ihr durch den überwucherten Bogen tretet und Stille euch umgibt. Dann spürt ihr eine Präsenz, eine Macht, lange vergessen, die auf jemanden oder etwas wartet, um sie aus dem Schlummer zu erwecken. Der Nexus ist nah. Mhm. Unglaublich. Oh. Das ist also das Nexus? Die oberen Ebenen. Wir werden tiefer hinabsteigen müssen, um das Herz zu finden. Los, natürlich. Natürlich ja. Müssen wir das. Ah, da gucken wir erstmal, was wir hier allzu schön finden. Man weiß ja nie, ne? Höher bitte. Ah. Natürlich haben wir da wieder einen Golem. Attacke. Ach, wieso greift er denn nicht an? So, so, so. Ja. Tiaras Atem. Das wird ein Kampf. Ja, mittlerweile können wir über Golems lachen, wa? So. Eisgolem. Hier haben wir noch ein bisschen Loot. Eisenhut. Zwergische Außenpanzerung. Questgegenstand. Mhm. Quest halten. Nach Windfall. Was? Nach Windwurf. Ah, okay, das gehört nachher. Ah, wir sammeln jetzt schon Questgegenstände für spätere Missionen. Was ist her hier? Na gut, warum nicht? So. Aktivieren wir mal. Na, hier war bestimmt wieder irgendwas auf uns. Aber auch nicht. Da drüben jetzt. Hin? Gut. Mal kurz umgucken hier. In Ordnung. Aha. Schildbuckel des Schmetterlingsschlags. Kritische Chance, Parierchance, Lederrüstung, Gold. Eine Titanplatte, Questgegenstand. Neue Quest nach Windwahlart. Ich möchte ganz gerne dieses Schild ausrüsten. Warte mal. Warum ist denn das jetzt besser oder teurer? Parierchance 16%, kritische Chance 5% selten. Das Schild wurde für flinke Kämpfer geschaffen. Der Zauber auf ihm verbessert die Präzision seines Trägers. Er hilft euch dabei, kritische Treffer zu... Naja, komm, nehmen wir einfach Scheiß drauf. Nur das Beste vom Besten für unsere Gruppe. Auch wenn es irgendwie keinen Sinn ergibt, dass es teurer ist, obwohl schwächere Stats hat. Bevor wir dahin gehen... Gut, warum nicht? Ah, das ist nochmal so ein großer, ekliger. Unterbrochen, Gott sei Dank. Nein, nicht ganz unterbrochen. Blutung, schnell, verursachen Blutung. Steinhaufen, Wall, Dings, Bums. Jawohl. So. Nochmal Blutung verursachen und Stichschaden. Und da kommt noch ein Golem. Quatsch. Er will sich heilen, die Sau. Noch ein zweiter. Leute, hat. Einer unserer Helden wurde getötet. Ah! So kurz davor. So eine Scheiße. Egal. Ich seh's mir mal an. Kannst du eigentlich auch looten?
Ja, Teil des Tempelgolems. Okay. Bringt uns Erfahrungspunkte. Passt schon. Und halt irgendwelche Gegenstände da. Warte mal. Da drinnen müssen wir noch. Nee, da waren wir noch nicht. Warte mal, hier haben wir denn angefangen? Alter, ist das kompliziert, ey. Warte mal, da. So sind wir large, glaube ich, ne? Ja. Hier müssen wir in der Mitte mal rein. Sicher doch. Genau, hier haben wir begonnen. Glaube ich zumindest. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Da lang? Was hat hier? Giftgas? Speichern. Kenne ich ja doch schon. Laufen wir mal hier rüber. Und da rein. Ach nee, von da sind wir gekommen. Also nach links jetzt bitte. So. Meine Güte. Und mal schon gucken, ob es irgendwo was zu looten gibt. Ah, Feuergolem. So, Blutung verursachen bitte. Gut. Blutung verursachen bitte. Meine Fresse, jetzt mach doch mal da. Wir sollten weiter. Ja, ohnmächtig kloppen. Wie ist der Plan? Stein, Hagel, Dingsbums. Oh fuck. Volle Pulle und wieder. Scheiße. Aufheben. Wir haben keine Heilung, ne? Shit. Hilf ihn auf, da hinten. Einer unserer Helden wurde getötet. Oh fuck. Sicher doch. Oh, ich hoffe, dass es jetzt nicht so endet, dass wir neu laden müssen. Wir haben nicht nur eine einzige Lebensenergie. Da lang? Der regeneriert sich, die Sau. Gut. Ja. Toll. Einer ja. Unserer Helden wurde getötet. Ach, wie ich es mir dachte. Letzter Spielstand laden. Die steinernen Türen fallen hinter euch zu. Während ihr durch den überwucherten Bogen tretet. Bla bla. Oh, das ist gar nicht so einfach, du. Gar nicht so einfach. Klingt gut. Ah, da kommt er schon. Sicher doch. Ich glaube, wir machen das wieder auf altmodische Art hier. So, Abmarsch. Ja. Blute. Klingt gut. Ja. Ich geh mal ganz weit weg. Sicher doch. Also, wie ist der Plan? Ist gar nicht so einfach hier. Bisschen hin und her. Gut. Lauf, 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 lauf. Alter, der heilt sich da instant immer, Alter. Was ist denn der auf einmal so schwer zu knacken? Mach. Euch bereit. Ja.
Da lang? Gut. Ah, er muss bloß angelockt bleiben. Klingt gut. Wird schon schief gehen. Sicher doch. Gut. Ja, guter Plan. Hm? Nein, du heilst dich jetzt nicht, du Schwein. Wie ist der Plan? Klingt gut. Hm? Jawohl. Gehen wir es an. Da lang. Gut. Huh? Verstanden. Gut. Ha! Du. Verdammte Rostam. Hilfe! Bitte. Gut, warum nicht? Ja. Nein, du nicht. Aber jetzt müsste man eigentlich haben. Los, mach ihn fertig. Hm? Ah, wir nehmen Schaden. Ah, Junge. Wir müssen uns auf jeden Fall erstmal mit Heiltränke beim nächsten Händler eindecken ordentlich. Ah, wir haben es geschafft erstmal. Das ist schon mal ein bisschen was wert. Klingt gut. Ich hätte ja nicht die platt machen müssen, aber ja, XP. Loot, ne? Das wäre für ein Abenteuer nicht ausnutzen würden. Ist hier noch einer? Ich hoffe nicht. Ach, das ist doch noch einer. Da lang? Na, ich werde ja bekloppt. Da drüben hin? Gut. Mal. Können wir den vielleicht vorbeihuschen? Gut, warum nicht? So. Okay. Speichern. Gibt's denn hier irgendwo Loot? Da meint ihr das bloß für XP. Dahinter vielleicht, wa? Moment mal. Nee, doch, da ist noch ein Raum, genau wie da. Es ist alles gleich aufgebaut hier an der Map. Okay. Ja. Ups. Wir sollten weiter. Sicher doch. Wo ist er denn? Da lang? Da hängt er rum. Blute, du Schwein, blute. Klingt gut. Ah. Dann. Worum geht's? Ja, komm, scheiß drauf jetzt hier. Attacke, Alter. Braucht ihr was? Oh, er dreht sich wieder. Hilfe! Bitte! Da lang? Ja, er blutet hier auch wieder aus, ey. Verdammte Rostam! Alter, soll sich angreifen. Dann mich noch mal. Gut. Schauen wir uns das mal an. Da müssen wir genau umgucken, ob wir hier noch irgendwo. Ach ne, wir müssen hier rein, genau. Da ist noch ein Blutraum. Hoffe ich. Dass wir als Belohnung da was bekommen. Und nicht noch einer auf uns wartet.
Ah, da, da. Siehst du, siehst du. Hm? Titanplatte, Gold, Schutz der Dunkelheit, bla. Da lang? Quest erhalten, Windfall. Aber warte mal, wo sind da diese Quests überhaupt, Alter? Ich sehe die noch gar nicht. Übersichtskarte, Map. Mhm. Wo sind meine Aktionsgruppe? Keine Ahnung. Zeugtrupp, fast aktuelle Auswirkeinheit zu einem Trupp. Aha. So. Das ist der Nexus. Ich denke mal. Ja, bitte oben schon weitergehen. Wir machen mal Folgendes. Da wir keine Heiltränke haben, werde ich jetzt hier die Folge beenden. In der Zeit, wo ich nicht aufnehme, lasse ich mich da komplett voll heilen. Und in der nächsten Folge, ja, attackieren wir dann oder gehen wir in die nächste Ebene. Ne? Eins nach oben und gucken mal, was auf uns da wartet. So, dann Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.